Nur noch eine Woche bis zum Start der Winterpause, nur noch 3 Pflichtspiele zu absolvieren und den Auftakt macht das Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Köln. Nach dem frühzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft ist die Stimmung beim FC Bayern natürlich bestens und gegen Köln wollen die Bayern ihrer Favoritenrolle selbstverständlich wieder gerecht werden. Wir alle fühlen uns im Moment wirklich sehr, sehr gut und wohl. Die Arbeit macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das merkt man in den Trainingseinheiten. Und das spiegelt sich dann, glaube ich, in unseren Spielen wieder. Und diesen Weg wollen wir weitergehen und noch besser werden, und um unsere Ziele zu erreichen. Trainer Jupp Heynckes muss nach wie vor auf einige angeschlagene Spieler verzichten, zum Beispiel auf Juan Bernat und auf Arjen Robben. Während Mats Hummels und Kingsley Coman möglicherweise rechtzeitig fit werden, muss Sven Ulreich, der sich mit leichten Adduktorenproblemen herumschlägt, höchstwahrscheinlich passen. Gerade bei dieser Personalie zeigt sich allerdings die Stärke des Bayern-Kaders, denn mit Tom Starke haben die Münchner einen echten Könner in der Hinterhand. Tommy Boy ist wirklich ein Weltklasse-Typ und ist wirklich in jeder einzelnen Trainingseinheit zu 100% da, gibt ihm alles und ist ein Vorbild, glaube ich, für uns junge Spieler auch irgendwo. Und das hat er dann auch gezeigt, was er drauf hat gegen Frankfurt. Und wir wissen oder haben wirklich vollstes Vertrauen in ihn und wissen auch, dass wir uns auf ihn verlassen können. Ja, das war, glaube ich, ordentliche Leistung, fehlerfrei. Habe jetzt nichts in Erinnerung, was irgendwie schlimm war. Von daher war alles okay. Wir haben 2-0 gespielt, haben gewonnen und von daher rundum zufrieden mit dem Spiel. Solange ich gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung und haue alles in die Waagschale. Die Herren sind bereits Herbstmeister. Die FC Bayern Frauen erlebten gestern im Meisterschaftskampf einen empfindlichen Rückschlag. Beim VfL Wolfsburg musste sich die Mannschaft von Thomas Wörle mit 3:1 geschlagen geben. Der FC Bayern ist damit hinter dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg Tabellendritter. Zum Tabellendritten der Bundesliga haben die Herren inzwischen 9 Punkte Vorsprung. Trotzdem wollen die Bayern die verbleibenden 2 Bundesligaspiele im Dezember unbedingt gewinnen. Angefangen morgen mit der Heimpartie gegen Köln. Im letzten Jahr haben sie die Qualifikation für die Euroleague geschaffen und jetzt hängen sie so hinterher. Das ist psychologisch, ist das unheimlich schwierig zu verkraften, aber man soll niemanden abschreiben. Das wird natürlich wahnsinnig schwierig, das die Punkteabstand wettzumachen. Das ist ganz klar. Aber eins ist, sie brauchen da nicht morgen hier mit anzufangen. Ne? Da haben wir was dagegen. Ne?